Morgen, morgen, Leute, und herzlich willkommen zurück zu FNAF World, dem nach wie vor vom Design her zu niedlichen, aber trotzdem interessanten und auch lustigen Game, wenn man hier sieht, was hier für echt seltsame Gegner rumkraukseln. Aber wir haben jetzt endlich eine verbesserte Verteidigung, auch schon endlich das neueste Team, wer letzte Folge nicht hier geschaut hat, wenn nicht, tut das bitte. Und es ist ja jetzt erstmal hier beim sechsten Punkt. Müssen wir erstmal gucken, wo es weitergeht, weil, ja, mit den Hütten hier, die sind ja extrem verwirrend. Wenn dann diese doofen Torten nicht wären. Dass man... Achso, Mystery Box wollte ich eigentlich gar nicht machen. Egal. Dass man quasi erstmal schaut, in diesem Wirrwarr, wo es hier da wirklich weitergeht. Kann eigentlich die Chica auch heilen? Das war Bombe. Hat Cheats haben wir schon genug. Erstmal das ja... Ich hab... Genau, 2 vor 2. Ah! 0! Kleine Vollis, alles klar. Die nimmt erstmal sonst zu viel Schaden. Moment. Ja, also der. Die Mystery Box ist extrem verwirrend, weil man dann doch nicht weiß, wie die Teams zusammengestellt werden. Also. Bin ich kein Fan von. Und die Frage ist: Trainiere ich jetzt eigentlich die Charaktere, die ich noch gar nicht freigeschalten habe? Weil ja auch die schon auftauchen? Ich weiß es nicht. Achso, hier oben ging es weiter, genau. Und das. Ich meine, hier in die ganzen Sachen, da muss irgendwo wieder ein. Den hatte ich doch schon besiegt. Aber ich meine, okay, dann machen wir ihn halt nochmal platt. Nein, ich müsste. Komm, achso, nein, ich wollte eigentlich den Birthday machen. Das bringt wahrscheinlich nichts. Kommen wir mit dem Balloons. Birthday, das muss ich mal ein bisschen aushalten, jo. Ich bin noch nicht vertraut mit den Fähigkeiten, sag mal so. Komm mal, jetzt in der Wasserhose müsste reichen. Ach, das geht bei Endbossen nicht. Alles klar. Aber ein gutes hat es, wenn ein Charakter stirbt, so hast du immer wieder neu. Ich will nämlich dann auch gucken, also ich hoffe, dass das wirklich so ist, die... dass man noch einen vierten Charakter für die zweite Gruppe findet, weil, wie gesagt, der JJ und auch Balloon Boy ist jetzt, die sind beide nicht so toll. Also da gibt es deutlich bessere. Aber das ist halt auch die Frage, die ich quasi unter dem letzten Video gestellt habe. Ich weiß es eben nicht, ob die Charaktere hier wirklich nur... gebietsweise spawnen oder je nachdem wie viele Kämpfe man besiegt hat oder keine Ahnung. Also eine richtige Aufklärung darüber gibt es ja nun nicht wirklich. Ah, zumindest leveln die Kollegen hier ordentlich. Wie stark seid ihr jetzt eigentlich? Auf Level 17 seid ihr und ihr seid Level 11. Also da brauchen wir noch ein bisschen was. Ich will alle ungefähr so auf demselben Niveau haben. Gut, und hier muss ich jetzt genau wissen, welche Hütte. Also ich gehe erstmal nach rechts. Und da kommst du hier in den Friedhof. Aber noch keine neuen Charaktere. Ja, schade. Ich nehme mal hier nicht nicht den linken, sondern den rechten Eingang. Dann bist du wieder hier. Okay, der war es schon mal nicht. Okay, Eckbert sagt jetzt, hört doch mal auf mit den Hasen. Immer gut, Eckbert. Lass deine Rache raus hier. Deine Wut. Reihechen sind wir hier. Gehe ich auch mal nach ganz rechts. Nee, da sind wir, glaube ich, falsch. Ja, geh mal hier mal hoch. Dann bist du hier. Ich glaube, je verwirrter die Ansicht ist, desto weiter kommt man hier. Müssen wir mal kicken. Balloons bitte, Crimson. Was zum... Alter! Wir können doch nicht einfach mal so zwei Charaktere hier aushämmern. Phantom Balloon Boy, den brauchen wir für die Gruppe auf jeden Fall. Jawohl, na jetzt schön entscheiden. Komm, Phantom... Das kleine Kind ist zwar
interessant, aber nicht interessant für die Gruppe. Das brauche ich dann später. Sozusagen das Kind, wo alles begonnen hatte, was zuerst getötet wurde. Und jetzt drücken wir dem noch mehr rein. Das ist nicht wirklich fair, Leute. Kommt, macht, dass es vorbei ist. Das Kind hat genug gelitten. Danke. So, was kannst du? Power Song, Armor Song, Giftboxes. Die können ja auch mit dem Power und Armor Song, aber macht schon mal keinen Sinn, die in eine Gruppe zu stecken. Alles klärchen. Ja, wie gesagt, einer von denen hier fehlt noch, dass ich da eine Gruppe zusammen. Das ist alles so wild durcheinander, aber nicht die, die ich brauche. Das ist wie mit Sammelkarten. Habt ihr doch garantiert früher oder vielleicht heute noch auch gemacht, von irgendwelchen Spielen Sammelkarten gesammelt. Und dann habt ihr so. Ich soll mit Blumendings anfangen, verdammt, Blumensong. Dann habt ihr so viele Doppelte und kriegt einfach nicht die, die ihr wollt. Das kennt ihr garantiert nicht. Ne, irgendwie renne ich hier im Kreis. Aber da hinten war Golden Fritten. Der wollte noch neue Herausforderer. Wer haben wir jetzt? Na, endlich! Und ich mach die Mysterybox. Aber egal, wir haben endlich mal ein vernünftiges Teammitglied noch bekommen, die hoffentlich das Ganze hier noch ein bisschen mehr ergänzt. So, was hast du? Phantom, Shigur, Toxic Bike, Sludge and Screw. Ha. So gesehen. Macht sie noch mehr Schaden. Mal gucken. Also auf jeden Fall sieht sie besser aus als mit Balloon Boy. Notfalls ersetze ich sie, sobald ich noch eben komme. Aber noch ist es nicht so ganz das Wahre, finde ich. Warte mal, wo geht's denn nicht? Achso, ja perfekt, dann können wir. Doch, das ergänzt sich ganz gut, weil. Dann da können wir. Oh Gott. Dann können wir nämlich gleich P2 mit Einbau nehmen. Von den Statusveränderungen quasi. Nein. So, sehr schön. Lieber Foxy opfern und dafür hier noch alle haben. Ich glaube, was auch immer das für eine Attacke ist, der Escape Key. Achso, genau. Je mehr von denen da sind, desto mehr. Können die von meinen Charakteren nämlich killen, glaube ich. Und ja, Escape-Taste ist immer nicht sehr gut hier in dem Spiel. Die hat gerade meine Theorie widerlegt. RWQFSFASXC. Alles klar. Wie sollst du dich denn dagegen bitte wehren? Das sind so eine Taktiken, wo du dich fragst, aber ich habe 600, warte mal. Vielleicht können wir da nämlich irgendwas Besseres für holen. Wo man keine Ahnung hat, wie. Ach, das ist schon die beste, verdammt. Was du dagegen machen sollst. Jetzt haben wir kleinen Eckbett aufgewertet, auch wenn er. Wenn die größte Version noch ordentlich viel mehr kosten würde, aber besser als gar nichts, weil die kleine Version vielleicht hat, macht er jetzt öfters mehr kritischen Schaden. Einfach alles durchwechseln hier. Ich sehe schon gar nicht mehr durch, wer hier eigentlich gerade spielt. Aber wir nehmen es einfach mal so hin. So, durch alle möglichen Charakter hier geswitcht. Sehr gut. Wen haben wir nur? Golden Freddy. Sag bloß, man bekommt auch manche nur dadurch, dass du dir durchwechselst. Ich meine, habe ich nichts dagegen, aber. Von mir aus?
Oh Gott, Freddy, du kommst auch in mein Team mit rein, ob du willst oder nicht, denn du hast keine Chance. Das reicht doch. So, wie haben wir denn nur Jumpscare Rainy Day 2 Haunting? Rainy Day ist doch, genau. Das machst du. Noch reichen die Charaktere nicht, das ist noch zu sehr das Gemauschel. Aber wir kommen langsam zu einem Balloon Boy. Nein, ich wollte sagen, zu einem. Zu einem Stand, wo man bald genug Teams bilden kann. Aber es fehlen halt noch eine ganze Menge. Irgendwie ist der Eingang hier auch sehr seltsam. Gut, wo geht's jetzt hier weiter? Von da kommst du da lang, aber dann kommst du wieder hier raus. Es ist irgendwie egal, wo du lang gehst. Du kommst hier nicht weiter. Oder hier ist irgendwo ein verglitschtes Objekt und ich sehe es bloß nicht. Das kann natürlich auch sein. Aber ich sehe nichts Verglitschtes. Da oben ist ein Verglitschtes, aber wie komme ich da hin? Ich muss irgendwo was auf der Map übersehen haben, wo es weitergeht, aber... Oh! Das hier zum Beispiel. Cool, makes you immune to jumpscare. Das wäre natürlich geil. Head Start Defense kann ich erstmal darauf verzichten, weil die bekomme ich ja eh. Endless Speed, Endless Strong, Endless Outer Regen und Jumpscare, genau. Done. Machen wir es erstmal so. War noch nicht wirklich gründlich genug in den einzelnen Gebieten hier, weil dann genau so eine Gegner kommen, die ich noch nicht gesehen habe bisher. Jetzt könnt ihr mich auch nicht mehr mit einem scheiß Jumpscares nerven hier. Und wo zum Henker kriegt man die Schlüssel her? Ich verstehe es nicht. Weil, ach so, jetzt erinnere ich mich auch wieder, was ich die ganze Zeit sagen wollte. Ich habe nämlich gedacht, wo wir letztens hier diesen Code eingegeben haben, wo wir Bonnie da oben in dieses Teil reingeschoben hatten, dass das den diese Laser in den Zirkuszelten ausgemacht hat, aber macht's nicht. Das heißt, ich weiß momentan nicht, wo es weitergeht. So. Und da oben wäre ein Knopf, da komme ich aber so nicht hin. Noch eine Herausforderer, ja. Phantom Balloon Boy, grüße dich. Magst du in unser Team kommen? Nachdem wir dich auseinandergenommen haben. Wir können dich auch wieder zusammensetzen. Wenn ich die Bedienungsanleitung habe. So, was kannst du Toxic Balloon, Gloom Balloon, Rainy Day? Weil er kann dasselbe wie hier. Weil eigentlich Phantom Freddy ist wirklich nur für Statuseffekte da. Und wenn du Sludge hast und du Gloom und Rainy Day, dann hast du wenigstens aber noch eine Attacke. Das heißt, Freddy nehmen wir raus und dafür Phantom Balloon Boy rein. Jetzt ist das Team schon mal zumindest optimiert und hoffentlich kriegen wir noch Phantom Chica oder so, dass man die dann noch oder Phantom Bonnie, dass der vielleicht noch ein bisschen was Besseres kann, aber ich suche hier wie gesagt erstmal weiter. Noch ein neuer jetzt geht's ja los hier. Die Marionette kommen wir hier. Whisper 2 Mystery Box Escape Key. Schon nicht schlecht. Jo, also ich kann jetzt leider nicht wirklich entdecken, wo es hier weitergehen soll. Aber ich suche natürlich auf jeden Fall weiter, weil ja, so viele Charaktere, wie wir schon haben, sind wir ganz gut dabei und es muss ja einfach irgendwo weitergehen. Vielleicht habt ihr einen Tipp, wo ich die Schlüssel herbekomme, ob ich die irgendwie übersehen habe. Ansonsten
sehen wir uns dann erstmal in der nächsten FNAF-Folge wieder. Auch sorry, dass es erstmal nicht so viel Fortschritt gegeben hat, aber dafür etliche neue Team-Charakter. Bis dahin trotzdem vielen Dank fürs Zuschauen mit eurer UWK. Tüdelü!